Grüß dich. Heute geht es um Beleuchtung, besser gesagt um Werkstattbeleuchtung. Und warum ich mich jetzt für diese LED-Panels entschieden habe, anstatt für diese Neonröhren hier, das klären wir alles in diesem Video. Und dafür habe ich meinen Experten eingeladen. Dafür habe ich mir den Robin eingeladen, Robin von der LuxLight, der mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt hat und konfiguriert hat, genau auf meine Werkstatt. Und ich habe ein paar Fragen für dich, Robin. Erstmal herzlich willkommen in meiner neuen Werkstatt. Schön, dass du der erste Gast hier bist. Ich hoffe, du fühlst dich wohl mit diesem tollen Licht hier. Super, du hast es hier richtig gut aufgebaut. Gefällt mir richtig gut, wie du die Decke abgehängt hast. Bin echt begeistert. War 3 Tage harte Arbeit, kann ich dir sagen. Habe ich ganz alleine gemacht, aber ihr kennt das wahrscheinlich schon, wenn ihr das erste Video gesehen habt, ne? Das ist ja speziell für die Werkstatt hier. Mhm. Aber ihr vertreibt aber auch LED-Panels für eigentlich jedermann, ne? Genau. Für Büro, für Werkstätten, für zu Hause. Ja, klar. Also, Zimmer. Also unsere Panels, die sind jetzt nicht nur für die Heimwerker, sag ich mal, gedacht. Man kann es auch in den Bürokomplexen einbauen. Wie du hier auch die Maße hast, das sind die 62er x 62er Panels. Die sind auch bekannt in den Odenwalddecken. Haben wir auch hier, ne? Genau. Genau, hatte so ein verbautes Gerät. Ich das Ganze ausgepackt habe, habe ich das auch gesehen, dass da so ein Beipackzettel dabei war, also zur Montage und zum Anschluss. Ist übrigens kinderleicht. Und da war auch so eine abgedeckte Decke eingezeichnet. Genau. Da dachte ich mir so, hä, das kommt mir bekannt vor. Das ist ja wie in den Büroräumen, ne? Genau. Also passt das exakt in den Büroräumen rein? Genau, das sind diese Odenwalddecken, da hängt man das Ding einfach nur rein, das ist dann Plug and Play. Richtig. Supi. Und ich habe jetzt gemerkt, bei der Bestellung, ich habe mich mit euch auseinandergesetzt, beziehungsweise dich kontaktiert. Mhm. Und da hast du mir gesagt, kein Problem, sag mir die Breite, sag mir die Länge, sag mir die Höhe. Du hast gerade so eine schöne Formel gesagt. A mal B mal C Quadrat, ne? Nee, Quatsch. Ja, so ungefähr. Nee. A mal B mal H. Genau, die Höhe, genau, richtig. Und dann hast du mir errechnet, wie viel Panels ich benötige, wie groß die sein müssen. Und du hast gefragt, was ich da drin machen möchte. Ich möchte filmen. Ich möchte bauen, ich möchte werkeln, ich möchte hauptsächlich filmen. Genau. Und da hast du mir ein Lichtkonzept erstellt. Das blenden wir jetzt mal ein. Und dementsprechend wusste ich, okay, die und die Panel brauche ich, den und den Rahmen brauche ich. Und dann kam das alles zu mir und dann habe ich es aufgebaut. Genau. Das macht ihr bei jedem Kunden? Genau, also es ist so, wir machen eine individuelle Lichtberechnung für jeden Kunden. Mhm. Das heißt, wenn der Kunde sich mit seinem Licht auseinandersetzt und sagt, er möchte was verändern bei sich, kann er uns gerne über die Internetseite die Raummaße plus Raumhöhe, das ist ganz wichtig, er kann auch gerne ein Foto von seiner Werkstatt oder von seinem Objekt schicken. Mhm. Dann machen wir eine individuelle Lichtberechnung für den Kunden. Mhm. Da sieht der Kunde genau, wie viel Licht auf der Zeichnung dann, ist es ja dann in einem schönen Diagramm ausgeleuchtet. Ne? Genau. Da sieht er ganz genau, wie viele Panels wir ihm empfehlen, in welcher Position, und daraufhin kriegt er immer ein individuelles Angebot. Und daran habe ich mich nicht auch gerichtet. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht überlichtet, weil die Sonne reinscheint. Das Rolltor offen. Und die haben jetzt, ein Panel hat jetzt 400K und das ist jetzt ein Tageslichtweiß, richtig? Genau, es waren aber 4000 Kelvin. 4000 Kelvin. Tageslichtweiß, gibt es nur die eine Sorte bei euch oder habt ihr mehrere Sorten? Was empfiehlst du? Also es ist ja so, das hier, das 62er, was du hast, es hat ja das Neutralweiß, was man auch kennt, mit 4000 Kelvin. Das ist die Farbtemperatur. Das ist so das neutrale Licht. Also es gibt keine Farbveränderung da drin. Was du meinst, ist dann bestimmt noch das Kaltweiß, das leicht bläuliche und das Warmweiß. Okay. Die unterscheiden sich einfach nur in der Temperatur, in den Kelvin-Bereichen. Ach so. Genau, und zum Beispiel das Warmweiß ist dann so dieses Wohlfühl für daheim. Für zu Hause, würde ich jetzt empfehlen. Haben wir auch ganz oft. Genau, aber hier in einer Werkstatt, damit du auch mal siehst, wie die Farben sich wirklich verhalten, ist es das neutrale Licht und da gibt es auch keine Farbveränderung. Und was mir aufgefallen ist, wo ich das erste Mal die Kamera angeschaltet habe, hier zum Film beim Aufbauen, es hat nicht geflimmert oder geflackert. Genau. Ist das bei allen LED-Panels so? Alter! Ist schon ein bisschen... Das nervt. Das ist das Material, da hast du keine Chance.
Ich habe mich jetzt abreagiert, sorry. Aber es nervt mich so, ne? Das hast du so eine tolle Beleuchtung hier, ne? Ja. Von Luxlight und dann knackt die Halle, ey. Boah. Genau, was du meinst, ist dann das schöne Flicker-Free, was man so kennt. Das hat einfach mit dem Vorschaltgerät zu tun. Das hat mit der Stromumwandlung. Also den ich hier anstecke, ne? Genau. Das ist, wie der Strom dann umgewandelt wird. Und manche, ich sag mal, günstigeren Produkte oder preiswertere, wir wollen ja nichts Falsches sagen, wandeln den Strom nicht richtig um. Das wie sowas hier, ne? Genau. So Leuchtstoffröhren, die würden flackern wahrscheinlich, ne? Höchstwahrscheinlich. Okay. Die alten Dinger. Ja. Nee, aber somit ist das gewährleistet, dass unser Netzteil den Strom so weitergibt an das Panel, dass ein konstanter Lichtfilm da ist. Ganz einfach kann man es ja testen, wenn man zum Beispiel die Handykamera nimmt und mal, wie du schon sagst, schön filmt, dann geht es immer, als ob es an, aus. Ja, ja. Das passiert bei unseren Panels tatsächlich gar nicht, weil unser Netzteil das einfach kann. Noch dazu zu sagen ist, wenn man Haustiere zum Beispiel hat, sind die Tiere sehr anfällig auf dieses Flimmern. Gerade Vögel oder auch Menschen, die unter Epilepsie leiden. Das kann man sich so vorstellen, wie als wenn man in der Disco steht und dieses Strobolicht ankommt. Das ist ja dieses an, aus. Und das können Tiere sehr, sehr wahrnehmen. Das heißt, prinzipiell merke ich das ja gar nicht, weil ich merke es ja erst, wenn ich mein Handy einschalte und filme. Und die Tiere merken das wahrscheinlich dann schon. Genau. Personen aber, wirklich, die so in diesem peripheren Sehen sind, dann kannst du manchmal so in den Augenwinkel sehen, dass so Licht flimmert, flackert. Genau. Und das passiert bei den LED-Panels nicht. Also ist ein bisschen angenehmer. Habe ich alles richtig gemacht? Ja. Ich habe aber eine ganz gezielte Frage an dich, jetzt wo ich dich hier stehen habe. Okay. Ich hatte vor 3-4 Wochen die Roomtour gemacht, wo ich mir die Werkstatt bekommen habe und habe die Zuschauer gefragt, was kann ich hier machen an Beleuchtung? Mhm. Und da seid ihr ganz, ganz oft als Name gefallen. Freut mich. Und ich kenne diesen Namen auch schon, konnte ich was mit anfangen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen damit mehr beschäftigt. Ich hatte vorher in meiner alten Werkstatt auch solche Halogenstrahler gehabt. Und ich kenne dieses Problem mit Flackern und ISO-Wert einstellen. Und dann drehst du und dann ärgerst du dich am Ende. Deswegen bin ich jetzt richtig, richtig happy, dass es nicht mehr flackert und dass ich wirklich überall das gleiche Licht habe. Dank eurer Berechnung. Auf jeden Fall zum Thema nochmal zurückzukommen. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und es gibt wirklich viele, viele Videos über euch, über das Produkt. Warum ist das so? Steckt ihr so viel Geld in Marketing rein, in Werbung? Bezahlt ihr die ganzen YouTuber, dass sie eure Produkte verwenden? Es ist echt erstaunlich. Nein, Sebastian, ich stecke niemandem wirklich so Geldscheine zu. Wir machen das wirklich so. Du lügst. Ja, nee, hin und wieder sage ich auch mal die Wahrheit. Nee, tatsächlich gar nicht. Also es ist so, wir sind wirklich breit auf YouTube vertreten, aus folgendem Grund, weil die Handwerker wirklich bei uns die ideale Beratung, die ideale, ich sag mal, den idealen Ablauf bekommen. Also angefangen von der Lichtberechnung bis hin zum Angebot, bis hin zur weiteren Beratung, wenn irgendwas mal sein sollte. Also wir sind immer erreichbar. Mhm. Wir sind nicht einfach nur ein Online-Händler, der sagt, hier hast du die Panels, sondern wir stehen wirklich dem Kunden Rat und Tat zur Seite und das eigentlich täglich. Das finde ich cool, Aber das habe ich auch selber gemerkt. Du warst immer da, du hast mich angerufen, mit der Frage. Also nicht nur, ich vermute mal nicht, weil ich jetzt ein YouTuber bin, ne? Aber es hat sich einfach so entwickelt, ne? Diese Gespräche, dass wir, hey, wir machen jetzt hier, weil ich hatte ganz, ganz viele Fragen anfangs gehabt, wie ihr wahrscheinlich auch. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einfach ein Video draus, weil dann tun wir euch auch damit einen Gefallen, beziehungsweise helfen euch damit. Genau. Zur Montage. Montage oder das ganze Montieren tut ihr nicht, ne? Nein, die Mannesstärke deutschlandweit hätte ich jetzt auch nicht in der Hand. Gut, aber das ist wirklich einfach. Es ist ein Aluminiumrahmen, den steckt man zusammen und da sind, ich habe jetzt hier 4 Schrauben gebraucht für diese Konstruktion, die schraubt man da zusammen, schiebt das Panel rein, fertig und dann habe ich hier 2 Kabel, die schließe ich dann dementsprechend an. Dazu möchte ich nichts sagen oder du vielleicht auch nicht, weil ich habe echt schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich jetzt sowas zeige auf YouTube oder erkläre. Ja. Man sollte schon natürlich das bisschen Know-how haben von der Stromversorgung oder vom Anschluss. Aber es ist sehr, sehr simpel und sehr einfach. Genau. Deswegen sagen wir auch immer, die Montage könnt ihr zu Hause echt, es ist fast idiotensicher, könnt ihr machen. Aber den Anschluss wirklich mal von einem Fachlicht oder einer fachlichen Person, die wirklich sich mit Strom auskennt, machen lassen, damit da auch wirklich nichts passiert. Nochmal zur Montage, ganz klar. Also das hier, was du hier hast, ist das sogenannte 62x62er Panel, das ist eine Odenwalddecke, das ist dann zum Reinlegen, da legt man dann den Dimmer oder das Netzteil einfach oben drauf und ist gut. Hm. Dann kann man die auch noch mit den Seilen abhängen oder hier, wie du das hier hast, mit dem Aufbaurahmen.
Ja, ich würde einfach sagen, wenn die Zuschauer noch Fragen haben, ne, zu diesem Thema hier, dann haut es einfach unter dem Video als Kommentar oder ich werde euch unten mal verlinken, E-Mail-Adresse, Kontakt-E-Mail-Adresse für die ganzen Berechnungen. Schickt da alles hin. Super. Wenn ihr da Interesse habt. Soll ich es rausschneiden? Nein, ne? So, und ich werde das hier, das kommt auf den Müll, das werde ich nicht mal verbauen. Willst du noch mal zum Abschluss sagen, was für eine LED-Panel spricht, anstatt diese Leuchtstoffröhren hier? Also ich finde die hässlich, von klobig, erinnert mich an Garagenbeleuchtung, an Tiefgarage, an dunkle Gassen. Kennt ich hab's man, satt. Ja. Nee, klar, erstens der optische Anreiz muss beim Kunden natürlich gegeben sein. Dann ist auch noch mit diesen Panels, allein schon hier siehst du es ja, du hast eine viel breitere Fläche. Wir sehen es hier, ne? Das ja, ist, unabhängig ist davon. Wenn du dich sagst für Leuchtstoffröhren, wenn ihr sagt, ihr wollt immer noch Leuchtstoffröhren haben, dann müsste man sich halt im Klaren sein, man braucht viel mehr Leuchtstoffröhren, weil diese kleine Röhre, die du hier siehst, die hat ja auch nur einen begrenzten Abstrahlwinkel. Und damit man diese Lichtkegel hier, die nicht entstehen, richtig einfängt und damit es auch keine Schattenwürfe gibt, muss man immer mehrere nebeneinander machen. Eine Frage, was schätzt du, wie viele Leuchtstoffröhren bräuchte ich, um diese Halle hier abzudecken? Naja, hier brauchst du mal mindestens... Damit wir dieses Licht hinkriegen wie hier. Wahrscheinlich 60, nee. Nee, nein. Aber ich denke, du brauchst davon von der Menge hier mal mindestens 6-7 Stück. Und dann ist es ja auch noch so, dass hier ist ein LED-Panel. Und wenn man es noch so kennt, die alten Leuchtstoffröhren, die haben ja noch ein Vorschaltgerät und. Da kann man mal einfach mal eine Faustformel sagen, das Ding verbraucht mal 100 Watt pro, pro Leuchtstoffkasten. Und unsere Panels hier, die haben ungefähr 40 Watt. 40 Watt. Ja, also du hast erstmal noch ein Ersparnis, du tust der Umwelt noch was Gutes und vor allem, wenn du hier noch die alten Dinger drin hast, da habt ihr ja auch noch das Neon unten. Stimmt, alles klar. Ja, Robin, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen und ich würde sagen, ja, vielleicht sehen wir uns nochmal. Natürlich. Wer weiß, was sich so ergibt. Ne? Ich habe viele, viele Fragen an dich. Vielleicht bauen wir, also ich habe schon ein bisschen angeteasert, nächstes Jahr gibt es ein ganz, ganz großes Projekt vom Mr. Handwerk. Oh, bin ich gespannt. Und genau, vielleicht brauche ich dich da nochmal. Gar kein Problem, ich stehe dir zur Seite. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.